Wir wollen nun eine Interaktion zwischen Objekten herstellen. Wir möchten, dass dieser Schmetterling, sobald er eine Biene berührt, die Methoden dieser Biene verwenden kann. Wenn wir das geschafft haben, werden wir unglaublich flexibel, was die Interaktion zwischen einzelnen Objekten betrifft. Ich gehe in die Klasse Schmetterling und überprüfe erstmal, ob der Schmetterling mit einer Biene zusammenstößt. Taste I für eine If-Abfrage. Wer soll zusammenstoßen? Dieser Schmetterling. This is touching Biene.class. Und nun definieren wir eine Variable, in der wir dieses Objekt, mit dem wir kollidieren, abspeichern. Ich drücke die Taste V für Variablen-Deklaration, eine neue Variable. Von welchem Typ ist sie? Sie ist kein Int, sie ist kein Double, sie ist kein String, sondern sie ist vom Typ der Klasse Biene. Ich tippe Biene und als Namen wähle ich Biene, mit der ich gerade kollidiere. Gleichtaste. Wie komme ich nun an diese Biene? Ich tippe this Punkt, der Schmetterling, schaue, was kann der? Der kann get one intersecting object. Ein Objekt, mit dem er gerade zusammenstößt, klingt praktisch. Beachten wir, dass der Rückgabewert als Actor bezeichnet wird. Das heißt, wir erhalten jetzt hier einen Actor. Das wird gleich noch interessant. Mit welchen Objekten interagieren wir? Mit Biene.class. Nun erhalten wir leider eine Fehlermeldung, die da lautet, die beiden Datentypen sind nicht kompatibel. Du willst gern eine Biene haben in der Variable Biene, mit der ich gerade kollidiere, aber die Methode getOneIntersectingObject gibt nur einen Actor zurück. Ich muss nun aus meinem Actor, den ich hier zurückbekomme, eine Biene machen. Und das mache ich, indem ich schlichtweg in eine Klammer vorne dran das Wort Biene bzw. den Namen der Klasse, in die ich den Actor umbauen will, schreibe. Das geht deshalb so schön und gut, weil die Biene eine Spezialisierung des Actors ist. Das heißt, die Biene kann alles, was der Actor kann, und sie kann noch mehr. Das war zugegebenermaßen möglicherweise etwas kompliziert. Wir machen das noch 10.000 Mal in der nächsten Zeit, dann können Sie es. Aber der Nutzwert ist immens. Denn nun haben wir mit dieser Variable Biene, mit der ich gerade kollidiere, ich schaue, was diese für Methoden kann. Und Sie sehen, diese Biene kann alle Dinge, alle Methoden, die eine Biene ebenso kann. Zum Beispiel Boost aktivieren oder Energiesparmodus aktivieren. Das heißt, von jetzt an kann ich von meinem Schmetterling aus die Methoden der Biene benutzen. Und das ist unglaublich praktisch. Wir könnten ja sagen, immer wenn der Schmetterling eine Biene berührt, kriegt die Biene Angst und aktiviert ihren Boost. Wir probieren das aus. Nun fliegt der Schmetterling. Diese Biene da rechts ist etwas langsam. Und sobald der Schmetterling sie berührt, wird sie panisch und aktiviert den Boost. Nun probieren wir das, um die Anwendung zu üben, noch einmal an der anderen Klasse. Das heißt, wenn eine Biene mit einem Schmetterling zusammenstößt,
Dann soll die Biene das Objekt, mit dem sie kollidiert, kennen und die Methoden für dieses Objekt verwenden können. Wenn Sie möchten, können Sie das Video kurz stoppen und etwas Ähnliches selbst machen. Gut. Ich gehe also in die Klasse Biene. Ich lösche mal diese Tastenabfragen. Und nun frage ich, stößt diese Biene mit einem Schmetterling zusammen? If this Punkt ist touching, wie heißt die Klasse? Schmetterling.class. Was soll dann passieren? Jetzt brauche ich ein Objekt der Klasse Schmetterling. Ich drücke V, um eine Variable anzulegen. Beachten Sie, dass es kein Attribut ist, sondern eine lokale Variable, die nur hier gilt. Auf den Unterschied kommen wir noch zu sprechen. Der Typ ist ein Schmetterling. Und wie nennen wir ihn? Wir könnten ihn S nennen, wenn wir ganz faul wären. Wir könnten ihn auch Schmetterling nennen. Wir könnten ihn aber auch nennen Kollisionsschmetterling. Wie gesagt, benutzen Sie aussagekräftige Namen. Wenn Sie ein längeres Programm schreiben und alles heißt nur S und A und D und bla und so weiter, dann wird es schnell unübersichtlich. Kollisionsschmetterling ist ein sehr schöner Name. Ich drücke das Gleichzeichen. Und nun muss ich mir das Objekt, mit dem ich zusammengestoßen bin, holen. Wer bin ich eigentlich? Ich bin eine Biene. Also this Punkt get one intersecting object. Zack. Schmetterling.class. Nun erhalten wir eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung, nochmal wiederholt, besagt, du definierst ein Schmetterling namens Kollisionsschmetterling, aber das, was dir die Methode getOneIntersectingObject zurückgibt, ist kein Schmetterling, sondern ein Actor. Damit kann ich nicht umgehen. Nun müssen wir das zurückgegebene Objekt umbauen. Wir nennen diesen Vorgang übrigens Casting to cast. Sie machen aus einer Biene einen Schmetterling oder aus einem Actor eine Biene. Was müssen wir also tun? Wir schreiben in eine Klammer Schmetterling. Wupp. Wunderbar, nun haben wir den Kollisionsschmetterling. Kollisionsschmetterling, schauen wir, was der alles kann. Wir könnten zum Beispiel sagen, set image. Wir wollen das Bild des Schmetterlings ändern. Ich habe hier ein Bild hineingelegt, das heißt Elefant.png. In dem Moment, wo der Schmetterling mit einer Biene zusammenstößt, verwandelt sich der Schmetterling in einen Elefanten, wie bei dem alten Märchen vom Schmetterling und der Biene. Wir überprüfen das. Nun, der Schmetterling fliegt fröhlich über die Wiese und jetzt kollidiert er mit der Biene und Sie haben gesehen, er hat sich in einen Elefanten verwandelt.